Okay. Hallihallo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Unsere kleine Alpenfarm mit dabei, mir gegenüber steht der Sepp. Dann ist dabei unser Praktikant, der Elias. Dann Servus. der, Alias Alexa. genau, dann der Kevin und der Alois Sonnenbichler. Salve! Aua. Bäme! Oh, das war jetzt echt laut. Ich wollte auch mal so laut sein wie für euer Mein Örsche. Praktikant. Ja. Ah. Was geschafft. So, los, weg mit euch. So, ich fahre mal runter zum Land, Ja. dann. Nee, als erstes tanke ich den. Weiß ich, Pole, Russe, irgendwas ab. Dann fahre ich zum Landhandel, bestell die Sachen, dann komme ich zu dir zur Wiese 1. Jo. Wiese 1, muss ich da noch anfangen? Ja, Schwaden. Okidoki, bin auf dem Weg. Jo. Komm mal eher zu Wiese 3, ich fange da an. Also da das Zwischenstück, was wir jetzt gemacht haben. Jo. Geht schneller. So. Und dann ausgefahren? Jawohl. Da. Oh, jetzt haben wir gerade mal drei, fünf, ja, 5,5 Bahnen gefahren und haben schon, ja, gute 8000 Liter an Weizen. Das hört sich gut an. Und Landhandel hat neue Silos. Oh, Ja. nicht schlecht, Herr Specht. Wir rennen sie alle drei wieder blocken. Bin gleich wieder da. Jo, alles klar. Jo.
So. Ja. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ja, alleine auf dem Feld. Das Kind ist wieder abgehauen. Naja, egal. Wir kriegen es trotzdem auf die Kette und machen alles fertig. Und das ist ja das Schöne. Wir haben hier einfach die Ruhe pur und können die Vögel hier beim Zwitschern genießen. Den schön zuhören. Ich finde es sehr schön hier in Erlengrad. Also wirklich. Aber da fällt mir ein, ich muss mal einen Sepp anrufen. Oh, ich muss mich mal den Sepp anrufen. Mal gucken, ob der da ist. Jo, hallo. Hallo. Ach, Alois, du. Hallo Sepp, sag mal. Jo. Wie sieht das eigentlich aus? Ist heute Abend Stammtisch? Ja, ich glaube, Das du hört sich kommst. gut an. Ja, ich bin dabei, ne? Letztes Mal warst du vorhin dort. Da musst du mit Ja. deinem Zeug mittrinken. Oh Mann, ja. geht's uns dreckig. War mal Michel. Tja, der verträgt das schon. Soll er noch eine Bockwurst mehr essen, aber heute Abend bin ich definitiv dabei. Ja, gut. Wie viel Uhr? 20 Uhr, wie immer. 20 Uhr wie immer, alles klar. Ja. Bin ich da. Ist der Kevin noch bei euch? Kevin, der war eben noch hier. Ist der schon wieder los? Der Ich ist sehe schon ihn nicht wieder mehr. weg. Er ist schon wieder weg. Ja, das ist auch gut, alles klar. Jo. Dann sehen wir uns nachher. Bis dann. Ciao. Oh, bis gleich bei dir. Okay. Alles klar. So. Also derjenige, der das Schild eingestellt hat, da vorne mittendrin, da müsste man euch auch irgendwie fragen, ob er irgendwie falsch Luft geatmet hat.
Also hier die Ecke, ne? Die ist ja zum Wenden grottig. Okay. Oder beziehungsweise zum Schwaden. Das ist ja. Ich habe uns gerade mal eine Silagegabel bestellt. Wieso? Die hatten wir doch mitbestellt gehabt. Nee, wir hatten nur einen Ballenspieß. Davon hatte ich ausgegangen, dass eigentlich der Güldner bei uns bleibt, aber den wolltest du ja nicht mehr. Nee, damit du auch einen Trecker hast. Ja, genau. Nein, mindestens habe ich die Silagezange, Universalschaufel und ein Gewicht für den Riri-Truck bestellt. Ja, aber hoffentlich nicht zu schwer ein Gewicht, ne? Nee, 650. Und hoffentlich hat der Michi dich da beraten. Nee, doch Sepp. Okay. Er hat gesprochen, das wäre das größte, was da dran gehen würde, uns das kleinste, was er verkaufen könnte. Schaffst du das mit dem? Geht das? Ja, 5 km/h, das geht. Ist ja nur die einzigste steile Ecke hier. Ja, wenn nicht, dann musst du das Ding gleich nehmen, weil ich bin gleich weg. Wo bist du? Ich bin gleich beim Stammtisch. Um 8 Uhr. Um 8 Uhr, das sind noch fast 15 Minuten. Ja, ich muss mich auch vielleicht noch umziehen, du Pappnas. Komm, mach das. Ja. Pass auf, dann tauschen wir die Maschinen. Dann ja, lass den einfach da stehen. Nee. Lass den nicht hier stehen. Ich muss das nächste Feld auch noch schwaden. Ja, ich bring dir den schon mal rüber. Dann bring ich den Schwader rüber. Dann bring ich dir den hier wieder. Und dann kannst du mit dem darüber fahren. Und ich nehme den Fendt mit nach oben. Oder so. Und dann hast du beide Maschinen da, musst du zwar nachher zweimal fahren, aber ist ja wurscht. Genau. Ne? Dann gehe ich nämlich mal mit dem Alois eintrinken. Ich konnte ja letzte Woche schon nicht. So konntest du letzte Woche nicht? Da waren wir auf dem Felder bestellen. Ach so, okay. Ja. Wenn ich was gesprochen hätte, ich alleine weitergemacht. Ja, wollte ich aber nicht. Dann wollte mein Junge um mich haben, ne? Ach so. Ja, also. Ach so. Wie lange warst du bei deiner Mutter? 2 Wochen? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Kam mir vor wie eine gefühlte Ewigkeit. Also. Ich glaube, war eine halbe Woche. Ja. Nee, du bist am Freitag bist du hier eingezogen und am Dienstag bin ich glaube gekommen. Ich glaube, das passt. Ja, das könnte hinkommen. So, das letzte Stück da unten, das schwade ich dir jetzt nicht zusammen, weil sonst reißen wir uns die Bahn auseinander. Ja. Nur? Ich fahre dir rüber und dann kannst du da losjuckeln. Ja. Und dann bringe ich dir den mit, dann hast du gleich ein bisschen mehr Power. Ja. Gut. Also, ich habe auch gleich schon mal in den Hinterkopf beim Sepp gesprochen, dass wenn sie bei dem Plasmetrecher, den du das letzte Mal hattest, das Schneidwerk höher gebaut haben, dass sie da was zwischenbauen. Dass wir dann den eventuell auch kaufen mit dem Schneidwerk, was übereinander geklappt ist. Okay. Alles klar, passt. Er ist müde mitten im Sommer beim Dreschen und bei der Heuzeit. Ja. Entschuldigung. Ich fasse es nicht. Dass ich bis mitten in der Nacht gemacht habe. Achso, saß du da wieder am PC und hast Farming Simulator gespielt? Nein. Das hast ja wohl eher du gemacht. Ich hab dir geholfen. Du hast gar nichts gemacht. Ich war draußen auf dem Feld, du warst am Pennen. Ach so. Ja. Mein Freund. So. Hast da wieder so ein cooles RP gespielt, ne? Du kannst mich mal. Seh zu, dass du mit dem Feld fertig wirst. Hier, komm. Maschinentausch. Ja, weiter, weiter, weiter.
Weiter, weiter, weiter. Weiter, immer weiter, weiter, weiter. Stopp, 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 stopp. Wieder ein Stück zurück. Noch ein Stück. Ja. Angang. Gut. Dann bitteschön. Jo. Hau rein, viel Spaß mit dem Teil. Ja, lass mal, oder, ja. Ach, du kannst ruhig rüber auf den Hof laufen, oder? Nee, den nehme ich hier mit. Der Fall läuft doch nicht. Du hast den groß, die große Maschine jetzt. Ja, der hätte ich drum nicht umspannen müssen. Du hast jetzt die große Maschine und fertig. Passt. Kann ich mal ein bisschen alten Trecker wieder fahren? Warte, fährst du mal im Auto rüber? Ja, mal gucken. Erstmal muss ich das Auto noch sauber machen. Ach, das habe ich schon längst gemacht in der Zeit, wo du wieder irgendwas gemacht hast. Nee, du kennst mich mal. Das war doch gerade noch dreckig, als wir rübergefahren sind. Ja, danach, wo du hier die Wiese fertig gemäht hast. Also, hast du wieder mein Auto bewegt, ja? Ich hab's nicht bewegt, ich hab das in der Garage gewaschen. Der Kerl hier steht da daneben. In der Garage. Seit wann waschen wir so unsere Autos denn in der Garage? Und ich hab dann das Rolltor zugezogen, dass man innen drin auf dem Beton nichts Wasser sieht. Natürlich. Das haben wir mir fast gedacht, dass du das gemacht hast. So. Ach, ja. So, dann fahren wir den schon mal bis vors Tor. Eieiei. Sag mal, was essen wir morgen früh? Spiegelei? Ja. Oh, warum nicht, ne? Da sagst du nicht nein bei Eiern, ne? Nee. Gut. So. Dann machen wir die Schlubberkiste mal aus hier. Uns noch eine, und dann geht's gleich los. Einmal fettig machen und dann ab gleich runter in die Kneipe. Ach, ich könnte so schlafen. Ich dachte, du wolltest in eine Kneipe, du solltest schlafen und Kind sollst auch mal. Was? Wie, wo? Machen. Wann? War? Was? Ja, A sollst du nicht schlafen und B solltest du einen Funk ausmachen in deiner Kippe. Kippe war schon aus. Eieiei, ich bin ja mal weggelegt hier, was? Uiuiuiuiui. Was habe ich da nur hingesetzt? Eine rauchen und ein Käffchen trinken. Oh, meine. Uiuiui. Alois, werd wach. Komm, wach werden. Gibt's ja nicht. Ah. Oh. Aber wo ist denn der gute Schnaps? Wo hast du den versteckt? Willst du nicht werden, so wie in der Stadt? Was? Willst du wohl nicht so werden, wie in der Stadt? Ich werde nicht wie in der Stadt. Ich brauch mein gutes Wässerchen. Wo ist das? Da habe ich extra weggestellt. Da, wo du nicht drankommst. Ah ja. Ah, lecker Sprudel. Da ist mein Wässerchen, siehst du? Ja, ich sehe es. Ja, ich wollte meinen Sprudel haben. Hast du mir hier wieder weggenommen neben eine Bank? Mann. So. Sage mal, wie sieht denn unser Lagerbestand jetzt aus? Ach, das ist aber, ja. Also unsere Pferde, die haben aber gut was zu futtern drin, ne? Erstmal. Ja, nur sauber sind sie noch nicht, weil wir keine Schaufel haben. Wieso sauber? Moment mal.
Die Hühner auch nicht. Wieso haben wir keine Schaufel? Wir haben noch eine Schaufel für den John Deere bestellt, oder nicht? Nein, wir hatten nur Ballenspieß, weil da hatten wir noch einen Güldner, deswegen habe ich jetzt gerade eine Schaufel. Ach, nee. Ja, warte mal, ich ruf mal eben einen Alois, einen Alois an. Brauchst du nicht, ich habe schon bestellt. Ach, hast du bestellt, die Schaufel? Ja, ich habe eine Schaufel bestellt, eine Silo-Zange für die Riri-Dings. Ein Gewicht, weil ich dir eben gerade erzählt hatte. Ja. Gut. Weil wir brauchen ja irgendwie, dass die Silage aus dem Silo rauskommt in den Futtermischwagen dann. Ja. Mit der Schaufel. Boah, dann können wir auch hier vorne bald wieder mähen, ne? Ja, aber da würde ich eigentlich, ja doch, das können wir schon mähen. Aber nicht mehr. Nicht mehr heute und nicht mehr morgen. Nee, heute auf jeden Fall nicht. Morgen müssen wir mal gucken. Und oben die Wiese haben wir auch wieder. Die ist auch wieder fertig, ne? Nee, noch nicht richtig. Doch, die ist fertig. Guck das doch ja, mal. Ja, aber weißt du, wir wollen ja immer meist einen Trag haben. Ja, dann machen wir die übermorgen, dann passt das. Ja, genau. Also das sieht schon, oh, diese Blumen. Damit die vielleicht Samstag machen. Ja, diese Blumen, oh mein Gott. So, Eier haben wir da, perfekt. Was sagt denn momentan so der Eierpreis? Das ist aber, ja. Weckelt. Ja, ich glaube, ich werde noch mal eben kurz zum Supermarkt fahren, bevor ich dann gleich runter zu den Jungs fahre. Und werde mal unten gucken, was mir denn der Marktleiter so an Eier gibt, Eiergeld gibt. Okay. Einfach mal so testweise. Wie viele Kartons hast du? Oh, da ist hier jetzt nicht viel, aber mal testweise ihm mal einen Karton runterbringen, mal gucken, was er zahlt. Ja, ein Karton ist natürlich nicht so viel, ne? Ja, glaub, gut, aber wir müssen ihm ja auch was zum Testen geben hier von unserem Hof, ne? Sind halt nur 150 Eier. Ja. Und ich glaube, ab 1000 kriegst du erst einen vollen Preis. Ab 1000 Eier. Weißt du, weil da sind nur 100 Eier drinne und ab 1000 Eier ist da der Preis angezeigt. Ich kann die nicht packen. Warum kann ich die Eier nicht packen? Was ist denn das jetzt? Ja, da ist doch, was ist das denn hier wieder für ein Schmarrn? Soll ich da mal gucken? Nein. Soll ich mal gucken? Nein. Aber du kannst mir mal sagen, wo die, wo Maus links liegt. Maus links? Hast du eine Maus bei dir im Traktor oder was? Ja. Auf welcher Aktion war denn das im Traktor, verdammt? Maus links. Soll ich schnell machen? Nee, du sollst mir. Vergiss es. Weiß er nicht, auf welcher Achse Maus links liegt? Passt schon. Passt? Passt. Passt. So. Ich glaube, jetzt habe ich's. Nö. Auch nicht. Soll ich dann jetzt doch mal schnell vorbeikommen? Ja, komm mal bitte schnell vorbei. Dass du da runterkommst. Ja, komm mal bitte rüber. Dein alter Mann ist wieder, dein alter Vater ist wieder zu dumm. Um 150 Eier auf den Jeep zu legen. Ja. Da sagt er auch noch ja. So, meine Lieben, das war's aber für heute. Wir sehen uns morgen wieder am Freitag, dann gibt es auch wieder den Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Euer Kolke und Kevin. Tschüss. Tschüss.